Die Lönseiche ist ein imposanter Baum, der bei den Beberteichen steht. Wander- und Naturfreunde haben dem Herrn Löns, in Herzberg gibt es übrigens auch die Lönsstraße, wer im Herzberger Orchester ist, kennt diese Straße, die Richtung Friedhof führt. Also es ist eine bekannte Persönlichkeit, die in Schwarzfeld-Barbes in der Region residiert hat, also da zu Besuch war und die Gegend erwandert hat und besonders gerne hier bei dem Beberteich gewesen ist. Er selber ist ja leider später im Krieg gefallen und das ist halt einer der Orte, an denen er sich gerne aufgehalten hat, und wenn man diesen Ort gesehen hat, kann man das gut verstehen. Ich hoffe, dass uns die Sonne hier keinen Strich durch die Rechnung macht. Hier direkt an der Straße, die Straße ist da allerdings ein bisschen abseits gelegen, steht hinter der Infotafel die Lönseiche, die zu Ehren von Herbert Löns gepflanzt worden ist, an einem Ort, an dem er sich gerne aufgehalten hat. Und es lohnt sich, diesen Ort zu erkunden und zu entdecken, genauso wie es hier weitere Orte gibt, die man auf jeden Fall schauen sollte, auch um die Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge zu erfassen. Bei der Infotafel gefällt mir besonders gut, dass wir im Mittelteil einen Originaltext von Herbert Löns haben, Hermann Löns, oh je, mein Gott, da habe ich mich versprochen, und darin erwähnt er die Region und auch den Wiedensee, genauso wie hier den Beberteich und die Wüstung Königshagen. Das heißt, wenn man hier unterwegs ist und diesen Ort entdeckt, dann kann man diese Dinge viel besser und viel schöner miteinander verknüpfen. Und alleine optisch ist es hier wunderschön. Wenn man sich ein bisschen Ruhe mitnimmt auf die Reise, kann man hier sehr gut nachvollziehen, warum der Herr Löns sich hier sehr gerne aufgehalten hat. Ja, und hinter mir sieht man den Beberteich, an dem sich der Herr Löns so gerne aufgehalten hat. Das soll auch noch mal so ein bisschen ein Teaser sein, Geschmack machen, darauf die Gegend zu entdecken, hier vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke, dass man halt die Lönseiche separat von den Beberteichen wahrnehmen sollte, weil es ein eigenes bedeutendes Denkmal ist, weil man halt auch einfach sieht, dass es halt also nicht nur dieses Naturobjekt Teich gibt, sondern es gibt auch mit Menschen verknüpfte Geschichte dazu. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß in der Region. Hier kann man wirklich eine ganze Menge entdecken für sich.